jungen Jahren war das für mich nie eine Frage, was anderes zu machen als Obstbauer. Das war mir in die Wiege gelegt und es war immer klar, dass ich den Hof weitermache und Obstbauer werde. Ja. Mein Mann sagt immer, er fühlt sich auch so ein bisschen als Landschaftspfleger und wir sind einfach auch sehr verwurzelt mit unserer Heimat. Wir haben unseren Hofladen, das Dorflädele, seit 2009 als Tante-Emma-Laden, was schon immer mein Traum war. Und jetzt nach 6 Jahren kann man sagen, sind wir eigentlich mehr Bauerncafé. Bekannt sind wir durch unsere Torten und Kuchen, die wir backen. Familienbetrieb ist natürlich ganz groß geschrieben bei uns. Ohne Familie ging dieser Betrieb nicht. Seit 2014 haben wir 3 freistehende Ferienhäuser und die Feriengäste fühlen sich einfach ja, ein Stück weit auch wie zu Hause. Ich habe auch so den Leitsatz für die Ferienhäuser: Zu Hause ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Meine Mutter ist die, die brennt, die ist die Chefin in der Brennerei, die kennt sich aus. Also was ganz wichtig ist, gute Ware. Und wenn man gute Ware nicht hat, dann kommt aber gute Ware raus, sag ich. Die schönste Jahreszeit ist definitiv einfach im Herbst, wenn wir unsere Ernte haben. Die Ernte ist einfach ja, der Lohn unserer Arbeit. Wenn die Bäume voll sind, schöne Äpfel, reife Äpfel, Erntezeit ist einfach schönste Zeit. Geerntet wird nach wie vor von Hand. Es gibt keine Maschinen. Es gibt zwar technische Möglichkeiten, es zu erleichtern, aber der Apfel vom Baum ist nach wie vor Handarbeit. Aber es ist ja auch schöne Arbeit. Eigentlich für die ganze Familie, weil alle zusammenhelfen und ja, auch die Erntehelfer. Also schon nettes und lustiges Beisammensein, das ist sehr gesellig und das ist sehr schön. Da gehen die 8 Wochen Ernte vorbei wie im Flug. Kaum angefangen, schon zu Ende. Glück ist für mich, morgens aufzustehen und sich auf den Tag freuen zu können.